Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Die Top 10 Jungennamen habt ihr schon gesehen und heute gibt es die Top 10 Mädchennamen von mir. Und da war, also so als junges Mädchen hat man halt so Namen im Kopf, wenn man eine Tochter bekommt, dann möchte man unbedingt, dass die so heißt. Und die Namen möchte ich euch jetzt gerne als erstes vorstellen. Die sind dann bei Svea überhaupt nicht mehr in die engere Auswahl gekommen. Mein absoluter Lieblingsname war Amy. Ich wollte unbedingt, dass meine Tochter Amy heißt. Und zwar, weil Amy ist ja eine Sailor-Kriegerin. Und ich war doch so großer Sailor Moon-Fan. Und ich wollte unbedingt, dass meine Tochter wie Sailor Merkur Amy heißt. Aber, das habe ich beim Jungnamen-Video schon gesagt, jetzt so im Nachhinein mögen wir es nicht, wenn der Vorname extrem englisch ausgesprochen wird, wie halt Amy und dann so ein krasser deutscher Nachname halt irgendwie kommt. Das passte nicht so. Amy hebe ich mir jetzt auf für unseren Hund. Also Amy ist immer noch so ein Name, den ich ganz toll finde. Genauso wie Mila. Auch wegen Mila Ayuhara, der Volleyballspielerin. Mila Superstar hieß der Anime damals. Kam auch so. Was ich auch einen tollen Mädchennamen damals fand, war Lilly. Ich hatte damals eine Brieffreundin, jahrelang aus Österreich, und die hieß Lilly. Und ich wollte gerne, dass meine Tochter mal Lilly heißt, weil mir der Name sehr gut gefallen hat. Was mir auch super gut gefallen hätte, wäre Mary gewesen. Wirklich auch so ausgesprochen, Mary. Aber halt auch da habt ihr wieder so dieses Englische mit dem deutschen Nachnamen. Was mir auch immer gut gefallen hatte, ich habe auch immer gesagt, wenn ich ein Mädchen bekomme, heißt das Emma. Und dann hießen aber plötzlich so viele Emma. Das war dann wieder so ein Hype. Das hat man ja immer wieder mal, dass dann alle Kinder, die geboren werden, offensichtlich denselben Vornamen haben. Und da gab es so kurz vor uns, ein paar Jahre vor uns, diesen Hype mit Emma. Und da fiel das dann für mich weg. Also ihr merkt, ne, meine Kinder, die haben auch jetzt nicht sehr, also doch, Sveas Name ist schon sehr selten und Vincent kommt auch nicht so oft vor und das war mir auch wichtig, weil Julia, ich war damals, jede dritte hieß Julia, ich habe das gehasst wie die Pest, wirklich so. Da gab es, also in unserer Klasse waren wir schon zwei Julias und da gab es dann, ich war Julia B und sie war Julia S, ganz furchtbar. Also wir haben uns dann schon selber das Spitznamen gegeben, ich war halt Jule und sie war Jetta haben wir sie genannt, glaube ich. Jetta, genau. Genau, ich wollte halt, dass meine Kinder außergewöhnliche Namen haben. Und dann wären diese, wie halt Emma, weil da halt viele so genannt wurden, wurden in der Zeit, kam dann halt irgendwie einfach nicht mehr in Frage. Was ich auch noch cool fand, war Maya. Und dann hat man aber immer so diese Assoziation zu Biene Maya. Und da habe ich mich dann auch dagegen entschieden. Aber an sich finde ich den Namen Maya sehr, sehr schön. Und auch Clara gefällt mir sehr, sehr gut. Da haben wir uns aber dagegen entschieden, weil da ein R drin ist und in unserem Nachnamen wieder ein R drin ist und das klingt dann irgendwie seltsam. Ja, natürlich muss unter unsere Top 10 Svea, weil unsere Tochter so heißt. Wer die Geschichte noch nicht kennt, Svea ist eine Figur aus einem Spiel. Und wir mochten zum einen den Charakter da. Außerdem ist es ja was von Rocket Beans TV und ich habe vorher den Namen Svea noch nie gehört. Und deswegen war es dann halt einfach so. Und als wir das, als uns das dann klar war, dass wenn es ein Mädchen wird, dass wir sie Svea nennen, hat sich das halt so richtig angefühlt. So als wäre dieses Wesen, was da in dir drin ist, das wäre eine Svea. Das könnte passen. Und das fand ich schön damals. Da hatte ich irgendwie so ein Gefühl, so eine Verbindung zu dem Namen. Und deswegen ist es das dann auch geworden. Ansonsten hatte ich ja auch dieses, wir hatten einen Vincent und es wäre ja mega cool gewesen, wenn das Mädchen auch mit V angefangen hätte. Und ich wollte aber nicht sowas wie Vanessa oder Victoria. Das, ich finde, sowas klingt immer so streng, sowas wollte ich nicht. Und deswegen hätte ich mein Mädchen eigentlich super gerne Violetta genannt. Ich fand, das ist auch so ein bisschen was Exzentrisches und so. Hätte auch zu Svea sehr, sehr gut gepasst. Also jetzt im Nachhinein könnte ich auch sagen, Svea wäre auch eine gute Violetta. Aber Manu konnte sich damit nicht anfreunden. Für den war das, glaube ich, ein bisschen zu krass vielleicht. Aber Violetta hätte mir auch sehr gut gefallen. Und weil ich ja so ein riesengroßer Harry Potter-Fan bin, Ginny. Ich hätte mein Mädchen auch unglaublich gerne Ginny genannt, aber da habt ihr wieder diese englische Aussprache, wofür wir uns dagegen entschieden hatten. Aber Ginny fand ich irgendwie auch total süß und das hätte mir auch richtig gut gefallen. Ein Mädchen, das Ginny heißt. Ja, aber ich glaube, das wäre dann eine Nummer zu krass gewesen, wenn man dann seine Tochter Ginny nennt. Aber ja,
Das hätte mir auch sehr gut gefallen. Genau, das waren schon meine Top 10 Mädchennamen. Bin sehr gespannt auf eure Kommentare, wie ihr eure Töchter genannt habt, wie ihr sie nennen wollt, wenn ihr gerade schwanger seid oder was bei euch auch so in die nähere Auswahl gekommen wäre. Vielleicht auch irgendwas, was ich gerade genannt hatte. Und schreibt mir mal, wie ihr Violetta gefunden hättet. Ja, bei uns kommen so Doppelnamen halt nicht in Frage, sonst hätte man ja auch Svea Violetta machen können. Ich finde, das hört sich auch nicht schlecht an. Aber wir waren irgendwie dagegen. Wir wollten das nicht haben mit diesen Doppelnamen. Und ja, aber so Svea Violetta wäre auch geil gewesen, oder? Naja, gut. Vielleicht habe ich irgendwann mal eine Katze, die ich Violetta nennen kann oder so. Genau, ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!